auf. Hallo. Hört er mich? Ja, ich höre dich, ich sehe dich auch. Ich habe die Aufzeichnung auch schon mal angemacht, weil ich dachte, es ist mega lustig. Netter Chlorrollenwärmer, den du auf dem Kopf trägst. Ich habe E-Casting gemacht. Für Chlorrollenwärmer? Wir sind in der Aufnahme. Ich darf nicht sagen, wofür. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sind wir wirklich in der Aufnahme? Ja, ich sehe Aufzeichnung. Ja. Oh, scheiße. Folge von Fürnisse mit Dirk. Klaus. Er fasst mir in die Nase. Er drückt mir die Nase aus. Und bei euch ist Sommer, sehe ich gerade. So. Weil im T-Shirt da sitzt es so richtig. Düster. Ich schreie, als ob ich mit meinem Opa telefoniere. Hörst du mich? Oh Gott, ja, ich höre dich. Oh Gott, er macht sich nackig. Ja, es ist tatsächlich relativ warm hier. Also gerade in der Sonne ist ein wirklich schöner Frühlingstag hier. Du bist in der In Sonne, du bist. nee, Ich nein, dachte, du es gehst nicht ist. mehr raus. Ich war mal kurz draußen. Darf mal. Heute sind 16 Grad gerade. Ach krass. Ja, 16 Grad hatten wir gestern. Okay, ja. Ja, also die Tage davor war es hier wieder relativ kühl, aber heute ist ein netter Tag. Deswegen dachte ich auch, Mensch, sitze ich hier im T-Shirt ohne Buchs. Aber die Buchs zerrissen beim einzigartigen 81. Chance-Versuch, sag ich mal so. Beim Eigenartigen. Wieso zeigt das in Fahrenheit? Wir haben hier 54 Fahrenheit. Warum ist denn das in Oh mein Fahrenheit Gott, eigentlich? 54 Fahrenheit. Das sind wie auch immer viel Grad. Morgen soll es bis auf einen, nee, heute geht es noch bis auf 61 Fahrenheit hoch. Warum ist es denn in Fahrenheit? 12 Grad. Reine Fahrenheitlässigkeit. Ja, 16 sollen es bei Ah. uns werden, aber es ist ja auch Muss erst auch. 13 Uhr. Wir zeichnen hier um 13 Uhr auf. Zeitweise war ich um diese Uhrzeit gar nicht. Was macht ihr denn da? Weiß ich auch nicht. Ja, nee, also 13 Grad klingt auch nach einem schönen Tag. Du kannst aufstehen. Du bewegst dich so ein bisschen so wie Nick Frost in Shaun of the Dead tanzt, wenn er die Hälfte wiegen würde. Das Gute ist, das Prinzip ist ja, wenn ich nichts sage, kann ich machen, was ich will. Ist sie, nur der Klaus sieht es. Ist doch das. Ich Wenn ich mich jetzt ausziehe lautlos, dann sieht es nur der Klaus. kann sehr leise sein. Ich finde, der Schnitt ist immer ein bisschen, das ist wirklich wie in so einem Wes Anderson-Film. Cut, Person redet. Cut, nächste Person redet. Cut, nächste Person redet. Das ist Gerne, etwas. aber also wenn ich das jetzt, wenn ich die Splitscreen aufmache, dann sehe ich ja immer, welche Seite quasi aufzeichnet und es geht immer so ein. Klaus macht so ein bisschen, wer ist das? Gwyneth Paltrow in Bad Angels? Nee, wie heißt Was, das? wie machst du Last das? Angels? Du siehst, was aufgezeichnet wird? Naja, genau, also wenn ich split, du hast ja verschiedene Modi, ne? Du kannst ja halt einmal dich groß oder mich groß und Ja. dann den anderen jeweils klein oder so einen geilen Splitscreen-Move und da sehe ich halt dann immer den Rahmen, der ist bei mir so neongrün umrahmt, wer gerade aufgezeichnet wird. Diese Scheiße. Oh Gott, was ihr jetzt nicht sehen konntet, ist, dass er seine Nippel mir gezeigt hat, weil er Ich, meinte, es wird ja nicht aufgezeichnet. also meiner Ansicht nach ist das absolut lächerlich. Schade, ich habe gehofft, ich Ja, kann meinst du jetzt das umschalten. Reiben, weil es laut? Ah. Ich wette, das geht richtig nach hinten los. Ich wette, die Aufzeichnung ist so, man sieht schön, wie du mit dem Penis versuchst, gegen das Mikro zu schlagen. Dann heißt es wieder, wir drehen den zweiten Teil von diesem Pamela Anderson und wie hieß der andere, wie hieß der Typ? Tommy Lee? Genau, Tommy Ich Lee. glaube, er ist Nicht Tommy Tommy Lee Lee. Jones, nicht zu verwechseln. Ja. Ja, gut. Ja, aber das Ich ist habe. gut. Ja, erzähl. Ich muss sagen, gestern war ich bei Lidl. Ja. Und sie hatten wieder diese Proteinkekse, falls du dich an die erinnerst. Ja, Diese das macht räudigen jetzt wenig Bahner. Proteinkekse. diese räudigen. Lass das mal lieber. Ich habe rausgefunden, wie man das Video umschaltet auf jemanden. Ja, aber das heißt, du wählst jetzt, was aufgezeichnet wird. Kann ich machen, ja. Du wirst ja voll bescheuert. Ja, Deine aber ganzen Penis-Gags sind jetzt alle passé. ja.
Jedenfalls dachte ich, obwohl vielleicht geht's doch nicht. Du erinnerst dich ja an die. Oh nein. Du erinnerst dich doch an diese Proteinkekse. Doch, das wurde gerade aufgezeichnet. Ja, ich weiß. Gesehen. Die richtig räudig waren. Diese schön, normalen. Ich bin so erstaunt, dass man meinen Nippel gerade gesehen hat. Was war? Diese Cookies, diese Protein-Cookies. Die so ekelhaft waren. Und nee, Cookies habe ich nie gegessen. Ich habe immer nur die Riegel gegessen. Ah, die hatten auch Cookies und die waren so sehr, sehr mäßig. Jedenfalls gibt es aus der gleichen Serie auch Protein-Chips. Fahren die auf irgendwelchen Motorrädern? California Highway Patrol. Nice. Hätte aber gedauert. Ich dachte, lass es mal ein bisschen für sich stehen. Ja, wenn ich Chips-Fan wäre, hätte ich die, glaube ich, mal geholt. War das nicht dieses nervige Intro, die ist. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Also, ich erinnere mich noch an die Serie und Eric Estrada, der die Hauptrolle gespielt hat. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Intro war davon. Ja? Dirk schaut so, als ob hier gerade was richtig Komisches passiert wäre. Ja. Einen Moment. Hörst du was? Ja. Ich weiß nicht, ob wir das abspielen dürfen. Dirk, was? Weiß nicht, ob wir das abspielen dürfen auf YouTube oder ob YouTube den Sound ausblendet. Das sind nur 5 Sekunden gewesen. Ich wollte. That's what she said. Ach, wieso denn? In dem Podcast wird alles möglich doch. Ja, dann mach's doch. Ich weiß es doch auch nicht, was außerdem auch nicht sind wir gar nicht bei Spotify. Die YouTube-Regeln ändern sich doch täglich. Ach stimmt, der Algorithmus fährt einmal rüber und hört dann eventuell, ja. Ey, das kenne ich doch. Ja. Aber es war jetzt ja nur, also ich ja, glaube, das Prägnante war dieses und das waren ja, ich glaube, 10 Sekunden hat man Zeit, ne? 10 Sekunden ist dieses GEMA-freie Ding oder wo man. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, auf die GEMA kommt es dabei auch nicht an. Also YouTube hat ja andere Regeln als die GEMA. YouTube macht seine eigenen Gesetze. Das wäre geil. Wir sind nicht bei Spotify und dieses Video werdet ihr nie sehen, weil ich dummerweise jetzt hier 4 Sekunden Chips-Intro gespielt habe. Ich glaube aber, es wird nur der Moment, du kannst dann den Moment stumm schalten oder im schlimmsten Fall nutzt der Eigentümer der Lizenz seine Lizenz dafür, Werbung vor deinem Video zu schalten. Das ist zum Beispiel Dortmund mit dem Call Me Maybe Video passiert. Also das heißt, sie hat doch eine, das Original ist doch irgendwie anders. Sie hat so ein bisschen umgeschrieben auch. Ja, genau. Aber die Melodie ist die gleiche. Größtenteils. Der Eigentümer von Call Me Maybe hat das Video geclaimed und hat Werbung davor geschaltet. Wer ist denn der Eigentümer? Das ist doch meistens mal irgendein Warner Brothers oder? Music oder so. Ja. Sony Music in so einem. Aber dafür sind sie ja ganz, also die könnten ja auch was ganz anderes machen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, nein, das ist halt. Obwohl, ja. Sie hat es umgeschrieben, okay. Eigentlich. Das ist ja immer so ein 1:1. Nee, nein, eigentlich. Nee, 1:1 ist einfacher als das Umschreiben. Ja, meine ich ja. Ja, also 1:1. Wir können alles covern, wenn wir nicht eine Silbe verändern. Ja. So. Ja. Ja, was eine etwas obskure Regel ist, aber. Ja. Ja, gut. Und bei dir so? Du hast die Keksgeschichte noch gar nicht zu Ende erzählt. Es gibt Proteinchips. Chips? Ja. Kartoffelchips? Ja. Das war das Ende der Geschichte. Ich dachte, du hast jetzt gekauft. Dann nein, ich mag keine Chips. Aber ich dachte vielleicht, ja, die beste Proteinquelle der Welt, Chips. Ja, wenn sie aus gemahlenen, ich meine, was hat jetzt Chio oder irgendwas, die haben doch jetzt ab neben Kartoffelpulver auch Erbsen- oder Linsenpulver oder sowas genommen, was halt wesentlich viel mehr Protein hat und surprise, du kannst halt ungefähr das gleiche Produkt machen. So, es ist halt einfach so ein bisschen proteinreicher. Was nicht verkehrt ist vielleicht, wenn man sich jeden Tag davon ernährt, dass man dann auch sagt, okay, so wie bei meinem letzten Dreh, ich sage jetzt mal nicht wofür,
Und da war halt eine Schauspielkollegin, beziehungsweise ich glaube, die ist gar nicht Schauspielerin. Egal, eine Kollegin, die hat gemeint, dass sie jetzt durch diesen Lockdown hat sich ihre ganze Ernährung verändert und sie ertappt sich, dass sie jetzt zum Mittag einfach mal eine Tüte Chips isst. Ich denke, what? Okay. Warum? Also es sagt ja keiner, ey, ihr seid jetzt in diesem Zustand, ihr seid Anfang 20 und ihr seid permanent verkatert. Oh mein Gott. So, weil dann wird es ja die ganze Zeit nur Tillmann-Toast geben bei mir. Und ja, und du müsstest auch jeden Tag raus, um was zu holen, weil du ja immer nur im Katerzustand an die nächste Mahlzeit denkst. Stimmt. Da war es ja bei dir dann irgendwie immer Carazza und Sprite oder Fritz-Limo, ja. Obwohl, das habe ich doch gelesen, dass halt die Sprite, die geile, also die Original-Sprite, so eine Zusammensetzung hat, die halt total gut auf die Fuselalkohole reagiert. Und das sind ja die schmerzhaften Alkohole, wenn wir sie verarbeiten. Also wenn ich an den Crystal Libre denke. Ja, also eigentlich ist das schon der Hangover, das Hangover-Mittel da drin ist. So. Beziehungsweise es war ja kein Sprite, da war ja mal irgendwie so ein günstiges, die Britz-Brause drin oder so. Das war der Fehler. Sonst war die eigentlich schon Gold wert. Ja. Also jetzt ganz ehrlich, für so eine Suff-Kreation von ungelernten Unfachkräften ist das schon nicht schlecht gewesen. Ja. Also wenn ich da an den Seebär denke, das optische Ding, was so viele Trottel bestellt haben und ich mir gesagt habe, ja, am besten ist nicht bestellen, es ist nicht gut. Es sieht so gut aus. Ja, genau, dafür ist es da. Das ist, als wenn du eine Lavalampe zu Hause hast, die trinkst du auch nicht. Du schaust sie an. Lavalampen, ziemlich gut. Ja, und sonst, wie sieht es aus in deinen ganzen Heimwerkerprojekten? Das Sofa ist fertig, die Kammer ist das nächste. Ja, das Kammer geht halt nicht, weil das Holz nicht zugeschnitten werden kann. Das Sofa geht auch nicht, weil jetzt nicht beim Baumarkt, um Brett zu holen über die Ostertage. Aber bist du nicht froh darüber? Gestern hat die Kaiserin gesprochen und ab Montag werden die Friseure wieder öffnen. Ja, cool. Ich fand ja, also den Teil ihrer Rede, wo sie es mathematisch erklärt, fand ich ja deutlich angenehmer. Das passt wahrscheinlich auch besser zu ihr als Chemikerin. Ja, aber hast du das gesehen? Nee, YouTube ist 1000 Mal abgebrochen und dann irgendwann dachte ich, nee, und dann hat schon... Das war auch in der Frage-Antwort-Runde, glaube ich. Ah, okay, da soweit bin ich gar nicht gekommen. Da ging es halt darum, wie weit wir es runter, und sie meint halt schon, wenn die Ansteckungsquote 1,1 ist, ist es halt schlecht, weil dann erklärt sich halt so, ja, 1,1 heißt halt 3 Personen, 4 Personen, bla bla bla, stecken so und so viel an, dann sind wir im Oktober am Limit. Ist das 1,3, sind wir im Juli am Limit. Am Limit des Gesundheitswesens, genau. Und sie erklärt das halt einfach mathematisch. Und da zeigt sie halt echt mal ihre Kompetenz. Ja, ansonsten Friseur betrifft mich jetzt nicht so. Baumarkt, wenn da mehr Leute rein können, ja. Wenn der Zuschnitt wieder offen ist, ist natürlich noch was anderes. Und ansonsten habe ich jetzt halt, Dortmund und ich haben halt uns eine Regallösung überlegt für die Ecke. Oh mein Gott, ihr habt eine Flüssigkeit, die Regale auflösen kann. Ja. Die Regallösung. Die Endlösung der Regalfrage. Klaus hat gerade still geheult vor Lachen. Ihr könnt es leider nicht sehen. Sehr ärgerlich. Nee, aber das setzt halt auch voraus, dass wir ein paar Sachen entweder im Baumarkt holen können oder bei Ikea. Ihr seid ja auch eins. Ein paar. Ja. Paar Sachen. Als Paar. Ah. Du bist wie dieser Sozialarbeiter, der versucht, irgendwelche dummen Kinder langsam zur Stille zu bringen, indem sie alle einfach nur ignorieren. Ja, jetzt versucht er, seine falschen Zähne in die Kamera zu halten. Das kann er ganz gut. Er nimmt sie raus und schlägt sie dann einfach gegen die Objektive. Apropos, sollte ich mir eigentlich so ein YouTube-Kameraset kaufen? Da ist auch ein Mikro dabei. Was ist ein YouTube-Kameraset? Wenn du so YouTube-Kamera... So, ja. Ja, also das kannst du bei Amazon eingeben und dann wird die halt so eine Kompaktkamera mit Linse und Aufbau und bla 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 und dann halt auch diverse Mikro-Ideen. Mikro-Ideen? Ja. Was Mikrofon-Ideen. YouTube-Kamera-Set? YouTube-Kamera. Ja, ich glaube, wenn du YouTube-Kamera eingibst, dann wird dir ja schon ein und dieselbe Idee 5-mal vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du nicht meinen... Was habe ich hier? Abeloy HD Camcorder for YouTube Vlogging 1080p.
Ich glaube, es leidet ein bisschen darunter, dass mein Suchverlauf bei Amazon ein anderer ist, weil ich bekomme größtenteils Licht vorgeschlagen. Also ich habe jetzt nur YouTube-Kamera eingegeben und bekomme halt gleich hier gerade, also es sieht alles gleich aus. Das sind immer so eine 4K-Camcorder, Videokamera, Wi-Fi, Vlogging-Kamera, Camcorder mit Mikrofon, Full HD, 1080p, bla bla bla. Also es hat kleiner Vorteil gegenüber deinem Handy, solange du einen Clubscreen hast, also wenn du lieber das für die E-Castings oder so nehmen möchtest. So. Ja, die Frage ist auch, ob man dann vielleicht auch mal eine Szene aufnehmen kann, die man jetzt vielleicht nutzen kann, die eine gewisse Qualität hat, oder ob du sagst, das Mikro ist vielleicht nicht schlecht, aber das Bild wird sich nicht zu deinem Handy großartig ändern. Und auch wenn du jetzt wild schneidest, das wird also aussehen wie Handyfilm. Also das Bild ist schärfer. Das ist die Sache ist, wenn du die Handysachen auf einem größeren Bildschirm schaust, dann siehst du schon relativ deutlich, selbst wenn die Kamera sehr gut ist, dass es eine Handykamera ist. Also was die Kompression, die Schärfe und die Kontrastreichweite, was die Farben angeht. Was heißt eigentlich immer dieses FPS? FPS doch. Frames pro Sekunde. Okay, und da ist wahrscheinlich ein PAL? Eine Kamera nicht so geil wie jetzt so ein Camcorder. Das ist völlig, also das kommt aufs Modell an. Also Frames pro Sekunde, das, was du brauchst, ist 25. Das können alle. Okay. Also 25 ist PAL, 30 ist NTSC, beziehungsweise 29,97. Banane. Das ist hier 30, steht hier. Ja, 30 ist halt, also diese 30-60er-Werte, die sind eher für Leute, die streamen, die Videospiele streamen, weil du Videospiele oft in 60 Frames pro Sekunde streamen möchtest. Und dann ist es relativ wichtig, dass die Kamera das auch kann, damit der Stream einheitlich ist, wenn du dein Bild bei einem Let's Play aufzeichnest. Weil dann hast du auch ist alles egal für mich. Genau. 25 ist das, was Fernsehen in Europa ist. 24 ist das, was Film ist. Aber 25 ist die vorzuziehende Einstellung dafür. Also das und das kann jede Kamera. 60 Frames pro Sekunde ist halt wirklich nur, wenn du Let's Plays machst. Relevant. Und in 60 Frames. Hängt es da wieder ab von irgendwelchen digitalen und analogen Zoom-Gedöns oder ist das auch vollkommen Banane? Also was macht das jetzt, was macht die Kamera interessant, dass es nicht komplett wurstig aussieht? Die Sensorgröße und die kriegst du bei diesen kleinen Kameras nicht. Die sind auch gezielt darauf ausgelegt, dass der Sensor eben nicht so groß ist, weil die halt für YouTube und so gedacht sind. Wo es nicht ganz so auf die Bildästhetik, an das wir vom Film gewohnt sind, dass halt der Hintergrund unscharf ist und sowas, wenn du an Simones Kamera denkst. Sie hatte eine 550D oder 1000D oder irgendwas in die Richtung von Canon. Die haben alle den gleichen Sensor und der Sensor hat im Vergleich zum in dieser Folge erklären wir Kameras. Das Objektiv hat ja eine runde Abbildung. Ja? Und in dieser runden Abbildung kannst du ein maximales Quadrat ausschneiden oder maximales Rechteck ausschneiden. Das Bild ist ja rechteckig, das Bild ist 4:3 im Foto und 16:9 im Film. Und das maximale Rechteck, was du ausschneiden kannst, ist Vollformat. Und alles darunter wird als Vergrößerung vom Vollformat angegeben. Simones Kamera hat, ich glaube, die Canon sind 1,6 Vergrößerung vom Vollformat, also 1,6 rein. Das ist der Bildausschnitt, den die Kamera hat. Mein neuer Fotoapparat ist Vollformat. Also der nimmt den maximalen Raum, der geht, den das Objektiv am Bild zur Verfügung stellt. Film, also Super 35mm Film und alle Kameras, die Filme aufzeichnen, haben, ich glaube, der Faktor ist 1,3 vom Vollformat. Also 1,6. Simones Kamera ist da relativ dicht dran. Diese ganzen Camcorder sind relativ klein. Also du bist dann im Bereich von 2 und aufwärts im Vergrößerungsfaktor. Und deswegen sieht das Bild so nach Videoaufzeichnung aus. Okay. Ein bisschen wie beim Handy auch. Ja, die Sache ist halt, also wenn ich das nutzen würde, es geht ja jetzt nur an Demo-Band-Geschichten, würde man trotzdem immer das Gefühl haben. Hundertprozentig, ja. Das ist ein aufgezeichnetes Video. Das ist die Qualität der Kamera. Wie hoch die Auflösung ist, ob das 4K ist oder so, ist dafür irrelevant. Es sieht immer noch aus wie ein aufgezeichnetes Video. Und das hat was damit zu tun, wenn du mal, ein Film-Fotosensor ist ungefähr 4-mal dein Daumennagel. Die Kameras haben ungefähr deinen Daumennagel.
Und das ist, also du merkst dann halt schon so, ja, okay, die Abbildungsqualität und so, das ist halt alles, ja. Und das, weil das halt so klein ist, sind die Objektive halt super weitwinklig und werden halt dann runtergerechnet. Das heißt, du hast trotzdem noch eine super Bildqualität und für Vlogs und diese ganzen YouTube-Sachen ist es halt egal. Das, was du da möchtest, ist, dass das Bild scharf ist, auch wenn du dich vor und zurücklehnst. Und darin sind die Kameras besser als zum Beispiel Simones Fotoapparat, um es mal mit dem Vergleich zu machen, den du... Achso, und der kann das aber automatisch nicht regulieren, wenn sich jemand bewegt, so schön wie so eine Camcorder-Geschichte. Nee, Camcorder müssen es gar nicht regulieren, weil der Bereich, der scharf ist, also viel scharf der ist viel größer. Also nicht unbedingt alles. Ah, okay. Die haben halt auch einen, also moderne Spiegelreflexkameras und moderne Filmkameras haben auch eine Gesichtserkennung. Das ist inzwischen nicht mehr so ein Problem. Es kommt da ein bisschen aufs Objektiv an, wie gut es funktioniert. Aber der Bereich also ist viel... Bis jetzt so ein bisschen jetzt wie deine Kamera, dass ich das Mikro vorne scharf sehe, als auch hinten das Sofa. Genau. Okay. Genau, und würde ich es jetzt mit meinem Fotoapparat machen, wäre wahrscheinlich nur, also je nachdem, wie offen die Blende ist, aber ich kann den Knopf scharf stellen und der Rest ist schon nicht mehr scharf. Auch vom Mikro nicht. Und wenn du halt eine ganz offene Blende hast im Nahbereich, sind die Augen scharfer und die Nasenspitze nicht. Und das ist halt zum Vloggen ist das nicht besonders praktisch, aber es sieht filmischer aus und das ist halt ja so eine Sache. Also für eine Demo-Band-Szene reichen diese Kameras auf jeden Fall nicht. Aber ein besseres E-Casting. Ab welche Kamera oder nach was müsste man denn gucken, kameratechnisch, wo man sagt, okay, das reicht jetzt aus? Eine Spiegelreflexkamera, die filmen kann. Okay, das muss es schon sein. Ja. Ja, also das ist die niedrigste Preis-Leistungskategorie. Alles andere ist eine Filmkamera und die sind teurer als die Spiegelreflexkameras. Aber die haben nicht mittlerweile alle Spiegelreflex eine Aufnahmefunktion? Ja. Okay. Ja, und die günstigsten kosten mit Objektiv 300 plus minus. Also die Canon PowerShot. SX-540. Also, weil PowerShot, weiß ich nicht, ich glaube, die PowerShot ist keine Spiegelreflex, sondern eine Brückenkamera. Die Canon EOS D-Serie. Ab da geht's erst los. Ja, oder EOS M, das ist, glaube ich, die ohne Sensor, ohne Spiegel. Die kostet 530. Alles andere, wie gesagt, also 530, du kriegst eine EOS 1000 oder so. Bekommst du für 1000D. Ist das eigentlich mein Mikrofon oder deins? Was? Hier knackt es noch hier so. Also die. Das ist die PowerShot doch, ne? In diesen Brückenkamera. Irgendwas knackt hier so ein bisschen, aber das wirst du dann nachher hören. Ich wack mal ein bisschen am. Ich glaube, es ist bei dir eigentlich, aber. Soll ich meinen Rechner vielleicht ausmachen? Nee. Der ist es nicht, es ist so eine Mikrointerferenz. Ich weiß, ich finde gerade die Preise bei Amazon nicht, aber du solltest so 300, 400 einkalkulieren. Plus, minus, und dann hast du halt ein nicht so ganz gutes Objektiv, aber was schon deutlich besser ist als alles andere. Du brauchst noch ein bisschen mehr Licht zum Arbeiten und das ist ja für die meisten Sachen nicht so ein Problem. Und worauf es dann halt richtig ankommt, ist das Mikrofon, aber da gibt es gute Lösungen. Mhm. Zum Beispiel sowas wie der Zoom-Recorder, den ich habe, und wenn du da halt ein Lavalier-Mikrofon, also so ein kleines Ansteckding, einsteckst, dann hast du auch Bruno Film. Lavalier. Genau. Der neue Trainer von Hertha BSC Berlin. Ja. Können diese Kamera dann auch irgendwie, kann ich das auf Automatik stellen oder muss ich permanent dann rumschrauben? Weil wenn ich mich dann ja selber filmen würde, dann wäre es so blöd. Du kannst es auf Automatik stellen. Automatik-Schärfe, gesagt, kommt aus Modellern. Ich weiß nicht, ob die Einstiegsdinger das haben. Das Problem ist, wenn du es auf Automatik stellst, wenn die Lichtverhältnisse sich ändern, versucht die Kamera das anzupassen und das siehst du relativ deutlich. Also bei künstlichem Licht bin ich safe und wenn ich das irgendwie draußen mache, dann macht er immer... Genau, ja. Also beziehungsweise auch bei künstlichem Licht bist du nicht safer, wenn du wesentlich heller als der Hintergrund bist und dich bewegst, dann versucht die Kamera dafür zu kompensieren, dass die Gesamtbildkomposition sich ändert. Ich stelle das mal nach. Da ist viel mehr Groove drin. Ich mache gerade den Katzentanz aus Fortnite.
Ja, er verfällt immer wieder in seine Stärken. Nach dem 24-minütigen todspannenden Dialog, vielleicht jetzt mal zu so einer richtig heißen Frage. Ich habe nichts gehört. Aber, papa. Jetzt. Diese Zeiten sind ja überhaupt nicht lustig, Klaus. Ne? Die sind ja ganz traurig. Kommt aber, wie zynisch man ist, aber ja. Beziehungsweise manchmal kann man ja gar nicht so richtig und würde gerne. Und daher meine Onanieren? Frage. Nö, das geht. Was bringt uns zum Heulen? Knocking on Heaven's Door. Oh. Oh. Hier ist euer Freund Wolfman Dirk. Oh. Hast du noch nie an der Autobahnbrücke gestanden und einfach mal geschrien oder gejault? Als Stadtkind, hier gibt es nicht so viele Autobahnbrücken, an die man sich stellen kann. Ihr habt doch eine Stadtautobahn. Ja. Habt ihr da 15 Jahre gelebt in dem Kaff? Auf der Stadtautobahn. Ja. Ja, aber ich meine, zu Knock in Heaven's Door gehört ja mehr als nur der Film. Oder hast du den mal alleine gesehen und geheult? Schon. Es gibt zwei Filme, bei denen ich relativ sicher heule. Das ist einmal Knock on Heaven's Door. Und der andere ist Stranger Than Fiction. Final Wars 3. Faust raus. Ich finde ja, der dritte ist nicht so gut wie die ersten beiden. Aber haben sie den Hauptdarsteller einmal getauscht. Gut, das merkt man nicht so, weil sein Gesicht auf dem Bild ist, aber... und Stranger Than Fiction. Also der ist auch so einer, wo ich weiß halt, wie es endet, aber ich finde es so bewegend, auch mit, also die Musik tut halt einen großen Teil dazu. Ist auch eines der wenigen Mal, dass ich so denke, ey, wie gut ist der eigentlich? Und sonst ist der halt immer so Pharrell ist das, ne? Ist der halt so krass drüber. Also dieses amerikanische Lustige ist ja manchmal so hau drauf, ein bisschen wie die alten SketchUp-Folgen, obwohl, ja, die waren auch ganz schön drauf. Ja. Das ist halt so viel. Und da denkst du so, oh, der kann ja richtig... So ein bisschen wie Jim Carrey, wenn er ernst ist. Ja, genau. Also The Truman Show oder sowas. Mhm. Wie heißt der? Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Ich glaube, im Deutschen heißt der Vergissmein nicht. Sag mal nichts. Ist so ein Michel Gondry-Film. Der ist auch total schön. Mit ihm und wie heißt die Schauspielerin aus Titanic? Blanchett? Kate Blanchett, Kate Winslow, glaube ich. Winslet. Echt? Hätte Kate Blanchett. Kate Blanchett ist eine andere. Kate Blanchett ist Galadriel aus dem Herrn der Ringe. Ah, okay. Ja, aber diese Filme, die du gesagt hast, guckst du die alleine oder kannst du auch in Begleitung, sag ich jetzt mal, heulen? Auch in Begleitung, also gerade Stranger Than Fiction ist was, die letzten 10 Minuten geht es bei mir los, sobald der Song heißt La Petite Fille de la Mer, sobald der anfängt zu spielen und diese Spirale losgeht. Oh, furchtbar. Ich weiß gar nicht, was für eine Spirale da losgeht. Der Moment, in dem die Autorin Will Ferrell das Buch gibt und er liest, dass er stirbt, warum er stirbt und er sich dafür entscheidet zu sterben. Ah, stimmt, weil es so gut ist, ne? Weil es alles Sinn ergibt. Und ja. Es keinen ja, und, anderen ja, ja, genau. Und ab dem Moment, das ist zusammen mit dem Soundtrack ist das so ein ganz spezifischer Trigger bei mir. Hm. Aber es ist auch generell auch ein toller Film. Also davon, abgesehen von dem bewegenden Ende, ist er ganz, ganz toll gemacht. Also auch die Inszenierung ist halt richtig schön. Das ist witzig, weil der Regisseur ist halt super Hit and Miss. Der ist Hit and Miss. Also den finde ich halt ganz toll von ihm. Und dann dachte ich halt so, ja, okay, vielleicht ist er halt total der talentierte Regisseur. Aber der hat auch World War Z gemacht und Quantum of Solace, der meiner Ansicht nach schlimmste aller Bond-Filme. Ja, aber ist doch gut, ne, dass man so weiß, von wegen, dass man nicht nach halt einem Werk beurteilt werden kann, beziehungsweise dass man nachdenkt und denkt, ja, okay, man kann auch mal so einen scheiß
Faser haben und da wieder rauskommen. Aber das ist ja in dem Business, dass das nicht so richtig akzeptiert wird, beziehungsweise wenn du so 2, 3 Grottendinger machst, ich glaube, dass dann die Leute sagen, ey, ich glaube, dir jetzt eine vierte Chance geben? Ich glaube, die Frage ist aber auch, wie viele 100 Millionen du in den Sand setzt. Stimmt. Also ich meine, Trost war doch damals der teuerste, ne? Und der kürzeste. Ja, und der ist so zerschnitten auch. Ich versuche mal ein bisschen am Kabel zu wackeln. Ich glaube, das hat einen Knacks bei mir. Der ist so furchtbar zerschnitten und so ein Bull. Also der ist im Autorenstreik entstanden, der Film. Und die haben wohl mehr oder weniger die Sachen teilweise improvisiert am Set, was natürlich auch den Preis nach oben treibt. Aber war das nicht die Zeit, wo die 7. oder 8. Staffel Scrubs quasi so kurz wurde oder aufhört? Ja, das kann sein, ja. Ja. Ja, das müsste der gleiche Zeitraum. Der Autorenstreik hat, glaube ich, so grob ein Jahr gedauert. Weil da fällt mir ein, dass... Warte, ich muss ganz kurz mein Mikrofon ziehen und wieder reinstecken. So. So. Besser? Für mich ist es traumhaft. Großartig. Nichts geholfen, aber egal. Das erinnert mich daran, dass damals während des Studiums haben wir ja gerne mal Scrubs gesehen und waren dann halt out of order für eine Woche oder so. Und auch wenn die so albern waren, hat es halt immer so einen moralischen gehabt. Und das hat mich jedes Mal gekriegt. Deswegen wollte ich diese Serie auch nicht irgendwie in Begleitung mit irgendjemandem gucken, wenn ich die Folge noch nicht kannte. Weil ich kann so am besten, wenn halt irgendwas stimmt, so alleine heulen, weil da darf kein, also der andere Partner muss so vorsichtig sein und darf keinen Scheiß machen. Also am schlimmsten ist, wenn irgendwie ein dummer Kommentar in dem Moment passiert. Das ist dann halt, das macht so alles kaputt. Mhm. Ja. Deswegen, Scrubs war auch mal so eine Serie, ja, immer gut. Stimmt. Also ich finde auch eine Serie, die sich gut das wieder kaputt machen konnte auch. Aber ich fand halt, erstens diese Brandon Fraser-Folgen. Er spielt ja den Bruder von Jordan. Die Mumie? Ja. Ja. Den ich ja sonst überhaupt nicht mag. Aber da, als er gestorben ist, dachte ich, oh, alles gut. Die Folge ist halt richtig bewegend. Und ich finde auch die Folge, in der Laverne stirbt. Wer ist nochmal Laverne? Die dicke Krankenschwester. Ach. Stimmt, was ist denn mit der? Warum stirbt die denn? Die Folge ist halt auch so toll inszeniert. Ich glaube, die wird morgens auf dem Weg zur Arbeit überfahren. Echt? Ja, und die hat so einen Streit mit Dr. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, der Streit ist mit Dr. Cox. Und Dr. Cox versucht sie zwanghaft davon zu überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Ah, und dann. Weil er Doktor. Und sie sagt dann sowas in die Richtung von, wenn ich nicht an Gott glauben würde, könnte ich nicht jeden Morgen aufstehen und mich auf den Weg zur Arbeit machen und am nächsten Tag wird sie auf dem Weg zur Arbeit überfahren. Mhm. Und dies ist halt auch, und dann, weil sie die Schauspielerin nicht entlassen wollten, holen sie eine Krankenschwester, die genauso aussieht wie Laverne, die JD immer Laverne again nennt. Okay. Und ich finde, das macht halt total das Drama dessen kaputt. Stimmt, was du gerade gesagt hast. Laverne war fest davon überzeugt, dass alles, was passiert, einen Zweck hat, auch schreckliche Dinge. Kurz nachdem sie mit Dr. Cox über diese Einstellung und ihre allgemeinen Einstellungen zur Religion diskutierte, hatte sie einen Autounfall. Sie erlitt einen Hirntod, worauf sie verstarb. Ja, und das war toll inszeniert. Und ich finde, gerade bei Scrubs ist es das, dass es so lustig ist, setzt halt ganz krass die Fallhöhe dafür, dass es auch so tragisch sein kann. Mhm. Ja, weil es halt auch so emotional so dicht dran ist. Also das Lachen und das Weinen ist halt einfach so eine super Brücke, als wenn du jetzt irgendwie Action und Trauer hättest oder Grusel und Trauer oder so. Also du kannst halt aus dem Lachen... Grusel und Trauer wäre ein ganz krasser Mix, ja. Ja. Jason ist gestorben. Halt... Jason! Das ist ja eher so Trash-Splatter. Aber okay. Was soll ich sagen? The Good Doctor oder nur Good? Nee, The Good Doctor, glaube ich, mit Freddy, wie heißt er? Highmore, der Brite, der halt auch Bates Motel, den Norman Bates gespielt hat.
Heißt doch Freddie Highmore, oder? Ich weiß nicht, wer heißt, aber ich habe auch Bates Mutter Freddy, gesehen, aber ich kenne The Good Doctor vor allem, aber wegen des asiatischen Darstellers, Daniel Day-Kim. Der ist der, den ich ein bisschen besser kenne. Ja. Der übrigens auch Corona hatte. Okay. Und da ist diese Krankenhausserie so ein bisschen wie Scrubs, bloß ohne Humor. Weil er ist ja Autist, also hat dann so manchmal so leichte, lustige Dinger. Und das Ding ist, das erinnert echt an Scrubs und das ist halt richtig schön traurig. Ist halt auch immer gleich aufgebaut, dass sie quasi so zwei Patienten haben und weiß nicht, bei einem läuft es gut, bei einem nicht gut und dann dreht sich das nochmal, weil man nochmal irgendwie gehen die Werte in den Keller und eigentlich fast immer so gleich und das ist trotzdem, da kann man immer richtig gut flippen bei. Das Original ist ja südkoreanisch, habe ich gerade gesehen. Ach, ist es, dann passt das ja, dass Daniel Day-Kim auch mitspielt. Also der ist halt auch ich muss mal ganz kurz eine Pause machen, es ist eine Wespe im Schlafzimmer. Ich mache mal ganz kurz. Okay. Hier bin ich wieder. Pardon, Wespe, Notfall. Die sind so groß? Die Wespe? So groß? Kommt drauf an, auf welcher Bildschirmgröße ihr das seht. Es war auf jeden Fall eine größere. Dein Mikro ist gerade so laut geworden. Ich habe nichts und geändert. So zerrig. Als ob du irgendwie mit deinem Fernseh-Laptop-Mikro gerade sprichst. Also ich habe an der Aufzeichnung nichts geändert. Ich höre mich auch noch nach wie vor über das USB-Mikrofon. Ja? Besser? Es atmet aus. Alles gut. Großartig. Ja. Alles gut. Du hast vorhin gesagt, dass du als allererstes, dass du bei Knock on Heaven's Door heulen kannst, aber du hast den schon mal alleine gesehen? Ja. Und dabei geflennt? Oder immer nur, wenn du eine Kiste Bier mit dem König und mir getrunken hast und noch Whisky, Cola? Das tut natürlich seinen übrigen Teil. Ich habe auch schon alleine geweint dabei, aber der ist nicht so hundertprozentig bei mir. Je nachdem, wie ich mich fühle. Vielleicht kommen wir jetzt ja auch noch zu weiteren Punkten, weil die Frage war ja nicht, welche Filme lassen dich heulen, das sind wahrscheinlich Filme und sowas, aber generell habe ich gerade dann gedacht, es gibt ja diese einzelnen Stadien beim Alkohol und dann gibt es ja auch dieses Stadien, diese Sentimentalitätsstadien, dass man halt dann irgendwie die Freundschaft oder sowas plötzlich mit einem ganz tiefen, innigen Gefühl und auch ein bisschen so eine Trauer halt irgendwie fühlt oder so eine Glückseligkeit, dass man dann auch zu Tränen rührt. Ich musste da neulich dran denken, ich weiß gar nicht warum. Irgendwie kam mir der Song wieder in den Sinn, wie Brownie, du und ich auf dem Sofa hier saßen ohne Hose und She Fucking Hates Me gegrölt haben. Aber wir haben nicht geheult dabei. Nee, aber das war auch so diese sentimentale Glückseligkeit. Ja, aber kennst du irgendwie eine andere Droge, die das so, ich meine, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber die das hervorruft? Nee, also ich kenne mich auch nicht so gut aus, einfach. Ich meine, ich kenne das, dass man halt zum Beispiel, wenn ich mit Timo ganz lang versagt habe, dass man halt irgendwann an diese Clowns- und Helden-Nummer denkt. Dieses Ich liebe dich von Clowns und Helden aus den 80ern. Ich weiß nicht, ist 83 und ich als Trottel gesicht habe und verliebt. Und dann irgendwie nur noch dieses was ja auch immer schon fast heulen klingt. Der singt ja nicht Ich liebe dich. Er singt, ich liebe dich. So der Typ, der halt schon eine ganze Maria Kron drin hat, steht vor der Haustür und der Ford Capri läuft noch. Diese Kunstfeldsitze sind noch warm und er steht davor, schon irgendwie die dritte Stange angefangen zu rauchen, hält die Flasche, schmeißt sie und sagt, Beate, ich liebe dich! Und heult halt dabei. Die dritte Stange, oh Gott, jetzt eine Stange Zigaretten, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich könnte mir vorstellen, Urs, der kann sowas. Ja. Der kauft ja wahrscheinlich auch noch eine Stange. Ja, ist ja alles sonst Quatsch. Hier ist so ein Asiate, der verkauft ja in der Straßenecke. Gutes Zeug. Guter Preis. Da hast du zum Beispiel vielleicht die Möglichkeit Beziehung. Beziehungen lassen ja manchmal auch gut zu Tränen führen, leiden. Ja. Also beziehungsweise eigentlich eher nach Beziehung. Also ich weine weniger innen, glaube ich, als mehr nach, obwohl manchmal haben wir auch so Phasen, je länger eine Beziehung geht.
Was ist denn vor Glück? Hast du schon mal vor Glück geheult? Dass irgendwas passiert ist, wo du dachtest, oh mein Gott. Sowas? Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Weil das lustigerweise finde ich, das ist so eine der richtig extremen Momente, wo man heulen könnte, die aber wiederum uns oft abverlangt wird bei irgendwelchen dusseligen Castings. So und jetzt? Jetzt bist du so glücklich, weil das passiert ist, was du schon mal vorgestellt hast und denkst, du machst da halt dann so und denkst, nein, das kann man jetzt nicht so. Nein. Ich glaube auch nicht, dass in Wirklichkeit das so passiert. Ich glaube, weiß das, nicht, was man halt immer, ja? Ich weiß nicht, ob dieses vor Glück heulen, ob das nicht eventuell eigentlich im Gehirn sowas ist wie niesen, wenn du in die Sonne guckst. Weißt du, dass du einfach, wenn du so ein Lach, wenn du so ein Lachflash, bei einem Lachflash hatte ich es schon mal. Also wenn ja, halt, stimmt. Und ich glaube, dass das Heulen vor Glück, das ist was Ähnliches, dass es einfach das Lachen triggert die Tränendrüsen. Also ich glaube, es ist einfach nur biologisch das. Und das habe ich halt nicht. Genauso wie niesen, wenn ich in die Sonne gucke. Also du kannst bestimmt auch ganz gut vor Gehässigkeit heulen, oder? Vor Gehässigkeit heulen. Lumpenjunge, Trecken, Kartoffelsack. Lumpenjunge. Ich meine natürlich. Er hat ein Verlängerungskabel als Gürtel. Mit einer Dreifachsteckdose. Finde ich aber ziemlich gut als so einen neuen Superhero. Der Gehässigkeitsman. Der einfach nur rumgeht. Je gehässiger er wird, desto stärker wird er. Wenn er einfach nur geschubst wird, dann scheiße. Aber wenn er vorher denjenigen, der schubsen möchte, noch sagt, oh, jetzt will er schubsen, die kleine Muschi, dann wird er richtig stark. Ich dachte eigentlich nur daran, dass wenn wir damals, ich weiß nicht, zu D-Mark-Zeiten regelmäßig bei dir Golf gespielt haben und jemand nicht so gut war, dann gab es mindestens immer 2, 3, die im Hintergrund in Gehässigkeit gebadet haben und richtig, richtig das so zelebriert haben, dass der eine oder andere mal anfing zu heulen dabei. Schießt er gegen den Baum, ist der dumm. Es ist aber auch... Das hat ja auch so einfach so Extremsituationen, das Wii-Golf. Also manchmal hast du halt so den Lucky Shot, wo du den um den Wald rumkurvst und ein anderes Mal stehst du direkt vorm Baum und bist einfach die nächsten 3 Schläge aus dem Spiel. Da fällt mir ein weiterer Punkt ein, scharfes Essen. Bist du gerne scharf? Das geht so. Magst du lieber Ziege? Ich wünschte, ich hätte so einen Wüstenbusch hier. Der muss aber mit Geräusch durchs Bild getragen werden, sonst sieht das auch keiner. Aber, also ich esse ja gerne mal scharf. Ja. Und wenn es richtig scharf ist, dann hast du ja noch einen Tag später was davon. Und dann heulst du eventuell dabei. Wenn du auf dem Pott sitzt. Kennst du gar nicht, ne? Nee, ich esse nicht so oft scharf. Also echt in Maßen. Ich weiß, das eine Mal, weißt du noch, als wir über König Chilischoten gegessen haben, Martini getrunken aus der Flasche und Chilischoten gegessen. Wir haben Thunfischjauche gemacht, weil wir die in die Thunfischjauche gemacht haben. Ja, so haben wir sie nicht pur gegessen, sondern in Thunfisch. Nein, wir haben sie bei der Zubereitung gegessen. Und da hatten wir teilweise einfach mörderscharfe Schoten dabei. Und haben auch geheult währenddessen. Geheult und uns mit Martini die Kehle betäubt. Das klingt aber auch wie so ein 70er-Jahre-Softsex-Film. Mörderscharfe Schoten. Ich dachte, mit Martini die Kehle betäubt. Warte mal. Martini ist auch so eine ganz unangenehme Sache. Oh, was ist denn jetzt da, ey? Machst du gerade deinen... Ich glaube, die ist wieder in der Küche, diese Scheißwespe. Gib mir mal einen Moment. Die gammelt schon wieder in der Küche rum. Unglaublich. Ich glaube, die scoutet halt gerade, wo sie einen Stock bauen kann. Habt ihr denn
Polizei oder irgendwas gerufen? Ich meine, ich habe jetzt gesagt, letztes Mal, das nächste Mal ändert sie im Staubsauger. Hast du das jetzt zu Dortmund gesagt oder der Wespe? Zu Wespe. Ach so. Ja. Gut, pardon, wo waren wir gerade? Ich weiß es nicht mehr. Du hast irgendwas erzählt, Chili in Martini oder so. Ja, wir haben halt ganz viele scharfe Chilischoten gegessen und saßen dann auch heulend und fast kotzend bei König in der Küche. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in Zweifahren Schnitzel gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Thunfischjauche gemacht haben, aber dass wir heulend in der Küche saßen, weil wir Chili gegessen haben. Das war kurz bevor wir zur Schauspielschule losgegangen sind an dem Abend. Wir haben einfach Chilischoten pur gegessen, weil warum nicht? Weil warum nicht? Ja, nicht schlecht. Hast du als Kind viel geheult, wenn du irgendwo gegengerannt bist oder umgestürzt oder von einem Baum gefallen oder so? Ich glaube nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Also, warum auch? Ich war nie jemand da, es waren nur die anderen Kinder da. Ja, aber manchmal kann man es ja nicht kontrollieren. Dann heult man halt dennoch. Ich glaube nicht, aber ich weiß, apropos Wespe, ich hatte mal eine Wespe im Mund als Kind. Die mir in Haustier oder aus Versehen? Nee, ich hatte einen ausgehöhlten Zahn, da hatte ich so ein Haus drin. Die ist mir halt in den Mund geflogen, als ich gerannt bin. Und ich habe die dann ausgespuckt und bin dann in Panik nicht direkt nach Hause gerannt, sondern so dumm in die Richtung, in die ich gerannt bin, weitergerannt, einmal um den Block, statt so 10 Meter zurück. Und war halt total in Panik. Aber auch dass da habe ich nicht... folgen könnte, oder was? Ich habe sie sogar zertreten damals, glaube ich. Bin mir relativ sicher. Ich weiß auch nicht, weil ich war halt so totale Kurzschlussreaktion. Du bist ja immer so in Panik als Kind, wenn dir jemand was einredet und so. Wenn dir eine Wespe in den Mund fliegt, dir schwillt die Kehle zu. Kläuschen. Du kannst da nicht mehr atmen. Ja, aber auch da habe ich nicht geheult, sondern nur so panisch geschrien. In so einer Hamsterstimmlage. Klaus, hast du sie noch im Mund? Hast du sie verschluckt? Willst du ein Vanilleeis? Hier, nimm Ed von Schleck und geh raus. Das ist wirklich das Phänomen, wenn man sich alleine verletzt hat als Kind, dass man weniger geheult hat, als wenn man im Beisammensein Erwachsener sich verletzt hat. Ne? Das ist irgendwie. Bei meiner Verletzung war entweder irgendwie so dummes Hinfallen, dass sie irgendwas aufschürft. Ja. Oder was ich voll oft geschafft habe, ich weiß nicht wie, irgendwie einen Schlag, einen Stoß, irgendwas in die Magenkuhle. Dass du dann so stehst. Das ist so. Da konntest du nicht heulen, sondern dachte, das ist scheiße. Gerne auch diese, kennst du diese auf dem Spielplatz, diese Drahtschaukeldinger, wo in der Mitte so ein Draht ist und du konntest halt so. Ja, oh ja, wenn du da absteigst und das Ding in den Sack bekommst. Beziehungsweise, wenn du cool bist, hast du das ja am Stehen gemacht und ganz schnell so gewackelt, ja. Wie schnell es geht. Und ja. Dann irgendwann mal aus der Hand verloren, das Ding. Und dir dann so ein hölzerner Pferdekopf so komplett so. Und du dann so schräg einfach nur wie so ein angeschossener Sack von dem Ding fällst. Und dann wieder. Was man als Kind alles für so Scheiß überlebt hat. Stell dir mal vor, du müsstest das jetzt machen. Das Schlimme ist, eigentlich wäre es ja das Gleiche, aber mein Kopf macht so viele Horrorfantasien, dass ich wahrscheinlich so drauf sitze und mache so, irgendwie reicht es jetzt langsam, reicht jetzt. Und denkst dir, warum denn? Also wenn ich überlege, dass ich halt mir irgendwie aus so alten Bohlenbretter aus der Garage und so alten Backstein habe ich auf der Straße, die ja nicht abgesperrt war, es war halt einfach nur eine Einbahnstraße, habe ich mir so eine Schanze gebaut, bin dann mit dem BMX und die war dann, weiß ich, einen Meter hoch, bin ich mit dem BMX rübergefahren und natürlich bin ich halt dann so aufgekommen, dass meine Füße nicht mehr auf Pedal waren, obwohl das so Pedale mit so Metallspikes waren. Ja. Ich rutsche halt ab und ramme mir die Pedale, die Metalldinger, in die Knie rein, also in das Schienbein. Und gleichzeitig fahre ich dann noch in so ein parkendes Auto und prall so mit dem Kopf von der Motorhaube und roll so rechts ab. Und das Geile ist, meine Reaktion war, scheiße, ich kriege voll Ärger, dass der Schmerz und alles komplett geblockt wurde und der Schock darüber, dass ich jetzt Scheiße gebaut habe, wesentlich größer war. Ja. Und ich das Fahrrad nach Hause sonst was und habe dann versucht, das zu erklären. Und dann hat meine Mutter im Gespräch dann mitgekriegt, dass ich ja halt 4 Löcher jeweils in den Beinen habe.
weil ich da halt meine Pedale reingebohrt habe. Und daran habe ich aber nicht gedacht, weil ich dachte, oh Gott, die zerreißen mich. Meine Mutter meinte, ja, wir sind versichert. Das war, du bist dumm und gegen Dummheit haben wir versichert. Gut. Das ist ja gut, dann gehe ich wieder raus auf BMX. Ja, das war ja ein bisschen verbogen. Aber, ja. Ja, das stimmt. So, ich hatte als Kind halt auch panisch davor Angst, irgendwie Ärger zu bekommen für irgendwas, was ich angestellt habe. Mir fällt jetzt keine konkrete Sache ein. Aber wurdest du so streng erzogen, also dass du wusstest, dass die Sanktionen heftig werden, oder ist es einfach nur so ein Kopfding gewesen? Ich glaube, das ist so ein Kopfding. Ich glaube, da gibt es so eine bestimmte Charakterdisposition dafür, dass du immer Angst davor hast, Ärger zu bekommen, weil du den Erwachsenen gefallen möchtest. Ich glaube, das ist eher bei mir. Also so Erziehung war es nicht. Ich wurde nicht so streng erzogen. Ich hatte auch nicht so strenge Lehrer oder so. Auch, ich überlege gerade, beim Judo-Training kommt es mir, also habe ich auch nicht so, da waren ja auch öfter so Verletzungen. Und ich habe auch noch, als ich ein bisschen älter war, gut in Erinnerung, dass halt die Jüngeren öfter mal geweint haben. Es war unser Trainer halt dann immer so dieses, wie du auch sagst, wie du Kinder beim Sport und generell erziehen sollst, guckst halt an, so ja, Verletzung ist nicht so schlimm. Kein Grund zu weinen, dann hören die Kinder ja meistens auch schlagartig auf. Wenn du halt einfach ne, so ein bisschen denke ich ja auch an Tiger und seinen Sohn, der halt auch immer so ist, wenn er beim Fußballspiel mitspielt und dann bekommt er eins drauf und Tiger auch so, ist nix, komm, weiter. Und dann geht's auch weiter. Ja, so also wie der Doc meint, ne, dass er halt dann irgendwie auch manchmal einfach nur so einen Fokus auf was anderes, dass du sagst von denen, hey, hier, guck mal, die Schuhe, und die Schuhe, und dann bums. Es ist ja auch einfach wichtig, in der Kommunikation von kleinen Kindern, denen klarzumachen, halt zu unterscheiden, wann hast du dich wirklich verletzt. Mhm. Schrägstrich, wann hast du mal kurz diesen Schmerzschock, weil du hingefallen bist, und wann ist es was, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich ernst. Du bist, weiß ich nicht, hast den Fuß verstaucht oder das Handgelenk gebrochen. Ja. Also einfach nur, dass du in der Kommunikation einfach diese Grenzen klar machst. Oh, ich glaube, ich bin... Aber da habe ich auch nicht... Ich habe bei so Verletzungen wenig geweint. Ich bin beim Judo, wir haben zum Warmmachen haben wir immer Fußball gespielt. Und ich bin einmal mit einem Tackling zum Tor, was ein Sandsack war, in den Spiegel gerutscht und hatte mir irgendwie so ein großes Loch in die Fußsohle geholt. Und der Spiegel natürlich in Scherben zerbrochen sofort. Aber das ist auch so unangenehm, oder? Da ist wahrscheinlich dieses Geräusch und dieser Moment so krass, dass man das gar nicht mitkriegt. Ja, genau. Also es ist halt so Blackout. Ich lag dann wieder da, der Spiegel war zerbrochen und mein Fuß blutete. Und ich war einfach so in Schockstarre. Dann war es so, ruf mal deine Mutter und dann gehst du ins Krankenhaus. Und dann habe ich die Nacht mit so einem Gefrierbeutel um den Verband verbracht. Also wird halt der Fuß dann geröntgt, ob du Scherben drin hast. Und dann die Blutung hat halt nicht richtig aufgehört, sondern es fing halt immer mal wieder an. Da hatte ich halt diesen Verband und darum diesen Gefrierbeutel mit Gummizug, damit mein Fuß nicht überall in der ganzen Wohnung ausblutet. Meine Güte. Das musste ich mir auch noch über die Jahre anhören von meinem Trainer. Da mit dem Fuß in den Spiegel gerutscht zu sein. Ja. Ja, vor Lachen. Heulst du oft vor Lachen? Ja, das eher, aber das ist auch, also da muss ich halt wirklich dann mal ausgelassen lassen. Das meinte ich ja vorhin mit Gehässigkeit, dass du ja gerne mal so ein Gehässiges dann fällst und dann lachst du dich so tot, dass du halt dann schon heulst dabei. Also das kann schon gut passieren, ja. Und ich stehe halt dann daneben und denke, oh mein Gott. Aber da fällt mir gerade ein, wie ich... Ich wollte nur sagen, apropos Lachen und Weinen, also heute Abend auf Instagram, wenn du nichts anderes vorhast heute Abend, Tom McRae gibt halt immer so ein einstündiges Live-Konzert, oder immer, also jetzt zum zweiten Mal an einem Donnerstagabend. Also von zu Hause am Keyboard, oder wie macht er das? Ja, er hat ja ein Tonstudio zu Hause, wie die meisten Musiker. Okay. Und streamt dann halt von da aus live. Auf seinem Instagram-Kanal. Genau. Ja, ich komme nur drauf, weil du hattest ja auch neulich den Himmel gepostet mit Second Law von Tom McRae. Das ist ja auch so ein scheiß gutes Lied. Das hat er leider im ersten Stream schon verbraten, aber aber Second Law ist super. Also also ganz, ganz viele tolle Songs auf dem ersten Album. Also da finde ich, ist die Dichter, also wie bei vielen Künstlern noch, aber das ist auch das, was ich am besten kenne.
Ja, und ansonsten, der Stream ist halt auch unterhaltsam, weil er ist halt ein Entertainer, nicht der klassische traurige Singer-Songwriter, wie man es eigentlich vielleicht denken sollte, sondern ein sehr unterhaltsamer Musiker. Ja, okay. Ja. Was gibt's denn noch für so Wein? Wie sieht's denn aus? Ich habe früher mal geheult, wenn es irgendwas um unsere Katzen ging. Das fand ich immer ganz schlimm. Oh, ja, wenn ich an Sir Thomas denke und die letzten Nächte, die er hatte. Dann. Ja, schon. So ganz untypisch. Er hat halt eigentlich nie seit ich ein Kind war, nicht mehr bei mir im Bett geschlafen, aber die letzten Nächte, als er gemerkt hat, es geht mit ihm zu Ende, hat er bei mir an der Seite am Kopfkissen geschlafen. Oh Mann. Oh, krass. Aber ich, was soll ich denn sagen, wie sieht es denn bei dir aus mit, auf was ja öfter mal von uns, Schauspieler muss auf Kommando heulen können. Also ich habe das Gefühl, dass ich allein halt irgendwie, weiß nicht, durch gesammelten Stress oder irgendwelchen Kopfscheiß, dass ich relativ schnell so in glasige Augen komme, das kriege ich ganz gut hin. Aber dass dann halt diese notwendige Träne halt kommt, das kriege ich, also dieses richtige Heulen, das kriege ich halt nicht hin, weil ich halt auch einfach dieses komplett losgelöste Heulen, wo man manchmal auch zusammenbricht vor Heulen und alles sich schüttelt und zittert, meine ich, kann ich in meinem Leben so an zwei Händen maximal zusammenzählen, wann das passiert ist. Mhm. Und somit habe ich halt so wenig Erfahrung in dem Ding. Also ich finde das halt dann schon total gut, wenn das jemand so kontrollieren kann. Also wenn jemand sagt, ich kann mich da reingeben, aber halt auch wieder rausnehmen. Da hatten wir ein paar Kandidaten auch in der Schauspielschule, die halt einfach sehr schnell heulen konnten, weil es denen, glaube ich, auch einfach nicht gut ging. Mhm. Aber die kam halt nicht mehr raus. Wo du sagst, das ist dann keine Fähigkeit und du bist ja gerade nicht im Spiel, sondern du nutzt gerade so deine psychische Störung. Ja, also ich meine, das ist halt die Sache. Ich kenne halt auch einige Schauspielerinnen, die halt wissen, wie es technisch geht. Ja. Die hat, also ich kannte eine Schauspielerin, kenne ich immer noch, Schauspielerin, die halt immer meinte, ja, sie braucht 2 Minuten und dann guckt sie halt viel ins Licht und dann geht's los. Ja, gut. Ja, also aber sie bereitet sich vor, genau, reizt dann die Augen noch zusätzlich und dann kann sie das auch. Und dann konnte sie es auch wirklich überzeugend im Spiel und halt technisch sauber, und die ist auch eine gute Schauspielerin. Also das kam halt gut zusammen. Also ich hatte einen Tag mal, als wir damals Nichtsdestotrotz gedreht haben, was ja, glaube ich, irgendwie ein Monat oder ein knapper Monat war. Und das war halt so eine ganz traurige Szene. Das war so ein Trennungsding. Und da hat die Regisseurin dann ziemlich lang vorbereitet und dann halt so Private Set und so. Was ich total gut fand, dass es halt auch sehr ruhig gesprochen wurde und dass das ganze technische Team gar nicht geredet hat. Mhm. Jedenfalls nicht vor uns. Und dann haben wir halt einfach, also ich jedenfalls, habe mich halt aufgrund der Geschichte so reinfallen lassen. Und dann waren das halt so 3-4 Stunden, wo wir halt nur rumgeheult hatten. Und dann irgendwann meinte sie von dem, okay, jetzt gehen wir in die Total oder sowas. Also jetzt sieht man euch nicht mehr. Jetzt braucht ihr halt da nicht so loslassen. Aber sie hat halt am Anfang begonnen mit den Haaren, was ja auch wichtig ist, wenn du halt die ganze Zeit dann da reingehst. Und das war halt, es war mördererschöpfend. Es war richtig, dass du danach echt gelegen hast, dachte, Alter, habe ich Sport gemacht? Ey, du hast die ganze Zeit. Und das war ganz, also was total hilft, war dann halt auch die Spielpartnerin, die dann halt auch voll geheult hat. Und dann habe ich halt gar nichts irgendwie mehr gebaut. Mhm. Am Anfang, sondern habe das immer von ihr abgenommen. Und irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann hat das nicht mehr gereicht, weil du diese Situation schon 5, 6, 7 Mal gehabt hattest. Und dann war es dann halt irgendwas Privates oder so. Dass Ich witzigerweise, wo du das gerade erzählst, ich hatte das neulich bei einer Szene, eine Demoband-Szene für einen jungen Schauspieler. Also wirklich jung, der ist 20, 21. 5. Ja, ähnliche Disposition. Aber es war so eine Schlussmachszene, die er aus einem Film genommen hat. Und die hatte er aus so einem Drehbuchseminar und die wollte er halt als Demoband-Szene haben. Und in der Szene geht es darum, dass er hat es mit Judith gespielt. Und sie redet dann, macht einen Schluss und er hat es halt nicht hinbekommen, einfach zuzuhören. Also sich einfach nur hinzusetzen, zuzuhören und das, was sie sagt, sacken zu lassen. Und wir haben halt mehrfach versucht, ihm das zu machen. Dann haben wir es halt ihm einmal vorgemacht, Judith und ich. Während sie halt den Monolog hält, warum sie den Schluss macht.
haben es halt vorgemacht. Da habe ich es in der Demonstration auch hinbekommen. Also einfach nur zuzuhören, die Worte sacken zu lassen und zu heulen. Okay. Also wirklich einfach nur glasige Augen. Das ist halt, wenn du was richtig Gutes bekommst dann auch, ne? Ja, genau, genau. Also, und darum ging es halt, ihm einfach nur klar zu machen, setz dich einfach hin, hör ihr zu. Und er hat immer dieses typische... Weil er halt irgendwas machen immer wollte. Schön bewerten. Ja, genau, er wollte halt irgendwas machen in der Sache. Und er hätte sich einfach nur hinsetzen, wirklich, wirklich zuhören. Und das war halt, ne, wo kommst du halt einfach glasige Augen, wenn du wirklich zuhörst. Und dann rollt halt eventuell eine Träne. Und selbst wenn es halt nicht dahin kommt, ist es halt einfach viel realer, viel echter. Auch vom, also sowohl vom Gefühl als auch von der Veräußerung des Gefühls, wenn du einfach zuhörst. Ja, ja, stimmt. Ja, schön, also dass ich jetzt hier so wackel, aber ich musste mich gerade anstöpseln. Ja, ich glaube, wir sind doch langsam, nähern wir uns dem Ende. Ich glaube, so lange waren die Wespenpausen nicht. Ja, nee, aber das stimmt. Irgendwas hatte ich gerade noch. Fuck. Ah, genau, eine Schauspielerin hat mir mal erzählt, dass tatsächlich habe ich gemerkt, dass das bei mir definitiv was bringt zum Einstieg. Dass man merkt so, was ich meinte, mal so glasige Augen. Ich meine, wenn du dich komplett entspannst, ruhig atmest und dann 3 kleine Atemstöße durch den Mund ausatmest. Diese 3 hintereinander, weil so. Und dann merke ich, dass das halt irgendwas reizt hier im Nasenbereich, hier in den Augen, dass ich relativ schnell dann dadurch halt irgendwie rankomme. Dass ich merke, aber was ich meine, ich komme halt so an glasige Augen schnell, aber ich komme halt ohne Hilfe von außen schwer ins Heulen. So, also wenn es aus dem Nichts ist, so von wegen, heul jetzt mal, dann denke ich, ja. Im Zweifelsfall Tigerbalsam. Genau, ja. Also ich meine, das ist ja was wirklich einfach auch gut zu Tränen reizt, zu realistischen Tränen, wenn man sich ein bisschen was unter die Augen schmiert. Ja, bei, also letztes Mal nicht, aber ich, als beim ersten Mal bei GZSZ war, da hatten die Teebaumöl. Oder so, dann, ja. Dann gibt es ja immer diese komischen Schnüffelsticks, die man sich in die Nase stecken kann, dann riechen kann. Bei den meisten reicht es, wenn es halt einfach so vor den Augen so ein bisschen hältst. Also meint die Hardcore-Leute, die meinten, es geht nicht, oder die wollten einen stärkeren, längeren Reiz haben. Die Dinger sind dann immer desinfiziert und dann ordentlich voll Teebaumöl und dann hier bitte und dann machst du echt so und dann zweimal so ein bisschen, oh, jetzt müssen wir aber schnell. Das Schwierige ist halt, dass du dann relativ schnell deine Schleimhäute alle so reizt, dass du gar nicht in dieses Es entsteht kommst, sondern die Szene beginnt mit, ich muss dir was sagen, aber gut zu. Sondern es halt dann schon alles Rotze hängt alles raus. Denkst du, ja, das dann zurückzuhalten, ist dann, glaube ich, das Schwerste, weil die Schleimhäute sind schon maximal gereizt. Der Friseurladen ist wieder offen. Endlich. Ja. Oh mein Gott, er macht Yoga. Ja, ich werde mich gleich nachher noch Drago widmen. Dem Alter, Bodybuilder dran. Ich habe 30 Stunden Spielzeit und von den 3 Durchläufen, die jeweils unterschiedlich sind, bin ich noch nicht mal beim ersten fertig. Wie lange trainierst du immer mit dem Ding? 1 Stunde oder was ist das pro Einheit? Schwer zu sagen, wie lange es, er misst nur die Zeit, in der du in Bewegung bist. Also Menüs, Pausen und so zählen nicht mit. Und ich habe dann meistens so 30 bis 40 Minuten reine Trainingszeit. Aber das sind dann immer so eine richtig konzentrierten Hardcore-Zeiten, ne? Also wie gesagt, wenn du zwischen 2 Squats eine Pause machst, stoppt er die Zeit. Okay. Also das heißt 30 Minuten reines Muskeltraining oder Ausdauertraining. Ja, also ist, und wenn es halt nur wirklich mal kurz durchatmen zwischen, und die Squats sind halt immer lange Squat-Holds. Ja. Wenn du da mal kurz durchatmest, stoppt die Zeit. Nimmt er nicht mit? Ja, aber dann bist du ja schon locker immer bei einer Stunde. Stunde, ja, würde ich auch sagen, ja. Also. Und die sind ja auch dann immer schön, also selbst du, der jetzt schon so lange und viel damit trainiert hat, würde jetzt nicht sagen, von wegen, jetzt flutscht es. Also Kniebeugen werden ja nicht einfacher. Es bleibt ja einfach nur anstrengend. Aber ich muss sagen, deine Sumo-Squats sehen richtig sauber aus. Habe ich gestern auch, ja, ich habe sie gestern mal gefilmt, auch die Länge. Und das ist halt, also, muss noch kurz erklären, es ist halt so ein Sumo-Squat-Hold, in dem Drago dich angreift und du musst es dann, und es ist halt ungefähr 1 Minute, halten. Und es ist schon, also, 1 Minute Sumo-Squat oder 1 Minute über dem Kopf den Ring zusammenpressen, ist halt einfach anstrengend. Das wird nicht leichter. Ja, wenn ich überlege, weil damals Sebastian, mein Physiotherapeut, hat der immer gesagt, dass
dass ich halt, wenn ich die Möglichkeit habe, über Spiegel halt einen profiligen Squat zu machen, dann echt gucke, dass es halt ein rechter Winkel ist, aber ich mit den Knien nicht so weit nach vorne kippe, sondern so weit es geht, so weit das Gleichgewicht noch halt nach hinten, dass ich wirklich das Gefühl habe, im Spiegel, ich sitze auf einem Stuhl. Und da, wenn ich die richtig sauber führe und das dann 10 Sekunden halte und dann wieder langsam hochgehe, wenn ich das 10-mal mache, bin ich richtig fertig. Ja. Also ich merke dann so von mir, ich kann halt dann irgendwie mit irgendeiner Übung halt 100 Squats machen oder ich mache die 10-mal. Ja. So, und dieses Geführte, wo du denkst, oh fuck, also das ist halt das, krass. Also die Squats sind auch einer der stärksten Angriffe bei Ring Fit. Das fühlt sich schon seltsam an, das so zu sagen. Und davon, je nach Schwierigkeitsgrad, machst du halt unterschiedlich viele. Ich mache 32 und davon 22 langsam. Und dann nochmal 10 zum Auspowern. Ich meine, die langsamen sind halt nicht 10 Sekunden, aber du hältst dich schon 3-4 Sekunden. Und das, ja, trotzdem. Ja, eben. Und es ist halt einfach in der Summe. Ich, das ist auch, ja, und ich meine, deswegen, es wird halt nicht leichter. Die Übungen sind halt jeweils immer andere. Das macht es schon recht abwechslungsreich. Ja, also viele Bauchübungen sind halt dabei. Ich glaube, das ist das Groß der Übungen. Ein paar Yoga-Übungen, ein paar Armübungen. Viel Bauch, viel Beine. Ich merke auch jedes Mal, wenn ich halt das mit dem Bein mache, dass du die größten Muskelgruppen in deinem Körper gerade trainierst, weil danach ist es jedes Mal beim Hochgehen, dass ich sofort kreislaufmäßig merke, wie gerade das Blut woanders hin wollte. Weil es halt einfach so in Spannung da so verlangt wird. Und dann denkst du, Alter, weil trotz des Atmens atmest du ja anders und versorgst den Rest halt anders. Und wenn du dann halt vorsichtig hochgehst, denkst du, okay, krass. Ich hab neulich bei der Nike Training App habe ich ein Programm angefangen und das musste ich abbrechen, weil es nicht ging. Es waren halt 5 Sätze und pro Satz 20 Squat Jumps, 15 Burpees und danach 10 Liegestütz. Und ich war schon nach dem ersten Satz so, dass ich dachte, ey, das geht. Und da habe ich den zweiten angefangen, dachte, nee, tut mir leid. Also dann das dauert jetzt entweder eine Stunde und ich kann mich morgen nicht mehr bewegen. Ja, das ist echt. Aber das heißt, dass du jetzt sportlich, also ich meine, es war was anderes, aber dass du nicht irgendwie reduziert unterwegs bist. Ja, wie machst du denn? Oder wie bist du noch so täglich dabei, alle 2 Tage? Ich probiere alle 2 Tage, aber ich muss sagen, das ist trotzdem halt, also was ich definitiv merke, weil kurz vor dem Scheiß war ich das letzte Mal Krav Maga trainieren und das ist halt einfach diese Kombination aus konditionellem und halt Kraft, diese Auspowern zum Schluss, das schaffe ich nicht zu Hause. Also auch wenn ich laufe oder sowas, das ist es halt nicht. Das ist halt definitiv, spüre ich dann halt auch Reiz. Oder letztens habe ich mal wieder, was ich auch lange nicht mehr gemacht habe, 500 Liegestütze gemacht. Und dann habe ich nächsten Tag richtig, also ich dachte, es wären die Arme, aber es war halt Latissimus und zwar Rücken und überall habe ich es gespürt, aber gar nicht in den Arm. Aber ich komme halt nicht an diese Extreme ran, dass ich halt, also dass ich auch schon merke, dass meine Muskeln übersäuern oder irgend sowas. Das ist ja halt dann alles beim Krav Maga oder ATK dann früher halt auch gern gewesen, dass man kurz denkt, Alter, ich bin jetzt kurz vorm Reihen. So, und das, ich glaube, da ist halt auch irgendwie das innere Warnsystem, beziehungsweise es gibt ja auch keinen Ansporn in dem Sinne. Du hast jetzt keine Gruppe, ich finde diese Gruppendynamik ist halt bei dem Training auch einfach so krass stark. Das habe ich gar nicht alleine. So. Ja, ich bin auch mal gespannt, wenn ich irgendwann wieder klettern gehen kann, wie es so aussieht mit Koordination und Wagemut. Beziehungsweise so dem Selbstvertrauen, auch weiter oben etwas gewagtere Moves zu machen. Hängst du denn zu Hause noch irgendwo an der Türzarge oder sowas, dass du sagst einfach nur mal ja, auch bei Ring Fit gibt es halt viele Übungen, wo du den Ring auseinanderziehst, dann nehme ich halt nur 2 Finger statt der ganzen Hand. Aber das hilft halt nicht dabei, wenn du halt in 2 Meter Höhe bist, zu sagen, ja, ich nehme den Fuß jetzt mal auf Kopfhöhe. Ja. Oder bei deinem großen Flur oder sowas, ist man dann nicht so ein bisschen gewillt, dass man sagt, ey, ich kaufe mir jetzt, keine Ahnung, 10, 15 knifflige Griffe und die puppel ich daran und wenn ich auch nur einen Meter über dem Boden bin. Ja, aber dann muss der ganze, dann ist der im ganzen Flur, darf dann nichts anderes sein und dann ist auch so. Ja, also ja, könnte ich theoretisch machen, aber Dortmunds Zeug ist ja jetzt auch noch hier, also dann wird es halt etwas sehr sportlastig, ja. Ja. Gut, aber ich würde sagen, damit entlassen wir uns beide mal.
Ich wollte gerade sagen, dass ich glaube, dass irgendwann, als wir angefangen haben für dieses Athletics zu trainieren, damals noch Tapmada, dass wir halt in diese Extreme kamen, dass ich glaube, dass wir halt irgend so ein Metis-Programm oder sowas, dass ich mich da schon ertappt habe, dass ich dann komplett hechelnd am Boden lag und mir auch mal so eine Träne rausgequetscht habe. Aber es könnte nur sein, dass das halt auch eher so ein Schweißtränchen ist oder so. Bis auf aber, die Augäpfel durchgeschwitzt. Ja, weil also für mich war es am Anfang definitiv, als wir mal so richtig ausgereizt haben, die Kiste, dass ich schon das Gefühl hatte, gleich fällt irgendwas ab. Oh ja, da habe ich jetzt eine gute Synergie zwischen Training und Weinen, wenn du im Sommer draußen trainierst und Sonnenöl oder Sonnenspray oder so drauf hast und dir das in so die Augen läuft. So scheiße haben wir auch, ja. Also was auf jeden Fall ganz dumm ist, irgendwas an der Stirn zu haben. So alles, was runterlaufen kann, okay, aber von der Stirn, selbst Augenbrauen und ich habe echt große, dicke, buschige Dinger da, das hält es nicht zurück. Und wenn es halt einmal anfängt, du kriegst es ja nicht mehr weg. Dein schwitzende, schmutzige Hand macht es nicht sauber. Gut, dann haben wir das jetzt schön ausgepeitscht, das Thema. Wir können es beide immer noch, ihr beide, die uns gerade anschaut, können uns beide Penisfotos schicken an fürnüsse@gmail.com. Oder aber @fürnüssepond auf Twitter. Weiterhin folgen und die Glocke abonnieren. Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube, wie Gottschalk es sagt. Oder allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. Ich will ein bisschen näher ran. Das geht nicht. Ich komme auch noch mal ein bisschen näher ran. Nur so. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Wascht euch die Hände und fasst nicht ins Gesicht. Ja, dann würde ich mal sagen. Das ist eklig, der Typ. Schöne Woche. Tschüss.